Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin vor 5 Minuten aufgestanden, ich habe verschlafen. Es ist ja Ferien- bzw. Abiturvorbereitungszeit bei mir. Und ich mache mich jetzt einfach mal ein bisschen fertig und nehme euch so ein bisschen mit, so wie ich lerne die letzten Tage jetzt vom Abitur. Ich habe ja noch in 8 Tagen schreibe ich mein erstes Abi und zwar Deutsch. 2 Tage später schreibe ich dann Physik und dann nochmal ein paar Tage später Mathe. Und danach habe ich nochmal, ich glaube, 1-2 Wochen Pause und dann kommen die Kolloquien und da habe ich dann erst Latein und dann eine Woche später Geschichte, Sozialkunde. Das wird alles sehr viel zum Lernen. Also ich habe auch schon angefangen mit Lernen so. Ich habe überhaupt keine Lust mehr zu lernen. Aber ich mache mich jetzt ganz kurz fertig, damit ich rausgehen kann, weil ich habe noch einiges zu erledigen. Meine Mom hat so einen Saft gemacht und da stand, dass wir den trinken sollen, deswegen. Es schmeckt sehr gesund. Probier mal. Vitamine für den Tag. Ein Apfel ist auf jeden Fall drin. Eine Kiwi, glaube ich, auch. Sicher. Ich habe gerade schon gefrühstückt und haue mir jetzt noch die Energy rein, damit ich ein bisschen Energie habe. Die habe ich zurzeit nämlich überhaupt nicht mehr. Und hier liegt mein ganzes Lernzeug. Das muss ich jetzt erstmal hier so ein bisschen sortieren und dann mir anschauen, was ich heute so alles machen muss. Ich habe auf jeden Fall hier so einen Lernplan gemacht. Da steht jetzt schon mal ein bisschen was drauf. So, ich habe jetzt ein bisschen gelernt und jetzt mache ich so ein paar Erledigungen. Wir müssen einkaufen, wir müssen zur Post, genau. Und ich muss noch zu einer Freundin und zu meiner Oma. Weil meine Freundin ist krank, jetzt habe ich ihr so ein kleines Päckchen zusammengestellt mit so ein paar Sachen. Gegen Entspannung, nein, für Entspannung. Und halt Salbeitee und alles und Vitaminsaft, Kerzen, ein bisschen Schokolade, einen Apfel, Nüsse, Halsfiebermonks. Alles, was man so braucht, wenn man krank ist. Und das bringen wir jetzt vorbei. Oh. Auf geht's. Ich würde sagen, als erstes gehen wir einkaufen, weil vielleicht finde ich noch eine Schokolade, die ich da reinlege ins Päckchen. Wie, sie geht jetzt nicht ran. Hey, Bro. Hey, bist du zu Hause? Ja. Gut, dann komm mal kurz runter, bitte. Ich habe Meteorit gefunden beim Fluss. Cool. Und der riecht verbrannt. Das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, als wir eigentlich dachten. Deswegen ist es jetzt schon fast 17 Uhr. Jetzt haben wir noch einen kleinen Snack. Wir gehen heute Abend nämlich essen. Deswegen haben wir jetzt einfach nur einen Quetschtoast gemacht. Hallo. Ich sitze wieder am Lernen. Ich habe gerade meine Haare gewaschen, habe so ein kleines Entspannungsbad gemacht, aber ich kann Baden nicht so genießen, es ist mir immer viel zu warm. Deswegen war das jetzt auch nicht so lange. Ich liebe diese Glasflaschen. Ich habe mir da Eistee reingemacht. Wir hatten leider nur Eistee Zitrone, normal trinke ich den nicht so gerne, aber ich habe jetzt halt nichts anderes. Und ich mache dann halt immer noch selber Eiswürfel rein und so Zitronenscheiben und so ein bisschen so gepresste Zitrone und es schmeckt so gut. Mein Herz geht auf. Ich brauche jetzt nämlich noch richtig viel Motivation, um hier weiterzumachen. Ich habe wirklich noch einiges vor. Also ja, ich habe heute irgendwie nicht so viel geschafft, obwohl ich eigentlich relativ lang gelernt habe. Ich hatte vorher übrigens auch einen Mental Breakdown. Also das habe ich aber dann nicht gefilmt, aber ich habe komplett geheult. Also ja, it's called Abitur. Ich habe mir für Physik auch dieses Skript geholt von Stark und noch so ein anderes Buch und für die anderen Fächer alle nicht, weil ich das unnötig fand, so viel Geld auszugeben. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde oder nicht, aber ja, für Physik habe ich das gebraucht.
da komme ich sonst nicht klar. Und ich habe mir bei uns in der Schulbibliothek auch noch zwei so Physik-Abi-Trainer ausgeliehen. Das sind aber nur Grundkursaufgaben. Bei uns gibt es ja gar nicht Grundkurs und Leistungskurs. Ich weiß halt gar nicht, also wir machen halt immer Grundkurs- und Leistungskursaufgaben bei uns. In Bayern ist es halt einfach anders. Ich check das nicht. Falls ihr Grund- und Leistungskurse habt, ihr könnt mir das gerne mal in den Kommentaren erklären. Ich weiß so ungefähr, was es ist, aber ich weiß nicht, ob da das Niveau so viel Unterschied hat. Das könnt ihr ja mal gerne sagen. Also diese Aufgaben sind auf jeden Fall machbar für mich so. Ich hasse das einfach, dass wir in 5 Fächern Abitur schreiben müssen und dass wir nicht dieses Leistungskurs-Grundkurs-System haben, weil ich halt einfach jetzt Physik machen muss und das bockt mich überhaupt nicht. Na. So, ich bin jetzt sehr stolz gerade. Hilfe. Ich habe nämlich gerade ungefähr. Ja, ich habe ein halbes. Ich habe jetzt ein ganzes Halbjahr wiederholt und zusammengefasst. Und es war wirklich viel. Und ja, ich habe das tatsächlich relativ gut zusammengefasst auf, ich glaube, 6 oder 5 Seiten. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier Abendessen, weil es ist jetzt schon 20.44 Uhr, also schon ziemlich spät, aber wir haben ja auch relativ spät Mittag gegessen, deswegen ist es okay. Und ja, let's go. Ich habe jetzt das eine Thema halt komplett abgeschlossen. Das ordne ich jetzt hier erstmal in meinen Ordner ein. Das war von QL 2. So. Damit ist hier auch alles seine Ordnung bewahrt mit diesen ganzen Lernzetteln, die ich habe und den ganzen Übungen, die ich mache. Wehe, das lohnt sich nicht. Ich bin mittlerweile hier schon bei Eigenschaften von Quantenobjekten, also schon bei Q12.1. Deswegen mal schauen, ich hoffe, das schaffe ich heute noch, weil es ist jetzt auch schon echt spät. Es ist jetzt halt schon nach 21 Uhr so, aber Jakob kocht jetzt und deswegen habe ich hier nämlich Zeit, um alles zu schaffen. Ich glaube, heute der Vlog besteht ziemlich viel aus erzählen, dass ich keine Lust mehr habe und zu erzählen, dass ich das und das und das noch zu tun habe. Aber ich muss jetzt erstmal meine Duftkerze wieder anmachen, weil Duftkerzen machen es so viel einfacher, finde ich. Noch einen großen Schluck Eistee. Und jetzt let's go. Wir sind jetzt fertig mit Kochen, beziehungsweise eigentlich hat Jakob den Hauptteil gekocht. Und zwar einmal hier Kartoffeln mit Lachs. Ich bin endlich fertig mit Lernen und es ist jetzt auch schon 23.17 Uhr. Also es ist schon echt spät, aber ich habe jetzt alles geschafft, was ich heute schaffen wollte. So. Ich spiele noch eine Runde Mario Party jetzt auf der Switch. Genau, hier hinten liegt auch noch mal in mein Kissen von Nintendo. Vielleicht sieht man es, das passt gerade ganz gut. Ich snack jetzt währenddessen noch so ein paar Pringles. Das habe ich mir, glaube ich, ganz gut verdient. Und nach meinem Mental Breakdown bin ich jetzt wieder ganz glücklich, dass ich das jetzt alles so hinbekommen habe noch. Wir machen jetzt zusammen einen Iced Coffee und hier habe ich schon ganz normal Kaffee drinnen. Ich habe jetzt hier so einen Mixer und da kommen jetzt Eiswürfel rein, damit es richtig, richtig kalt wird. Oh, danke Mama. Okay, wir machen weiter. Kaffee kommt da rein. Deckel drauf. Und dann wird es geschüttelt. Ich habe leider da keinen Deckel, deswegen muss ich ein bisschen zuhalten. Aber einfach ein bisschen schütteln und dann ist das Eis kalt gleich. Dann schönes Glas, Eiswürfel, dann Karamellsoße, kommt hier so ein bisschen an den Rand, so, Milch und aufschäumen,
So, dann mache ich immer noch einen Schluck Milch hier rein. Und dann kommt der Kaffee rein. Das sind jetzt ausgesehen die Eiswürfel mit drin. Da schaue ich, dass die nicht mit reinkommen. Ich tropfe. Entschuldigung, Mama. Mal läuft es ein bisschen besser. Und dann noch die aufgeschäumte Milch oben drauf. Bei mir ist jetzt nicht perfekt aufgeschäumt, weil ich keine Geduld mehr habe. Aber ja. Glasstrohhalm dazu und fertig. Ich habe jetzt mal wieder meinen kleinen Skincare-Kühlschrank aufgebaut. Und da ist auch noch eine Gesichtsmaske drinnen. Aber ich werde da jetzt was anderes rein tun, und zwar Milchschnitte und Red Bull einfach hier in mein Lernzimmer, weil mein Bruder das sonst immer klaut und ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Ob ich das, geht das dann zu? Ja, okay. Und da kühle ich das jetzt einfach ein und dann klaut es mein Bruder nicht. Fertig gemacht, dann fühle ich mich immer gleich ein bisschen frischer und motivierter und dann kann ich besser lernen irgendwie und lege mich nicht sofort wieder ins Bett. Und ja, jetzt schaue ich mal, was ich so alles zu tun habe. Ich habe ja hier meinen Lernplan. Ich muss ein ganzes Kapitel in Physik machen, zwei Epochen in Deutsch, Deutsch eine Abi-Aufgabe anschauen und anfangen und dann noch eine Abi-Aufgabe in Physik. Und später gehe ich dann noch zu einer Freundin zum Mathe lernen. Ich habe heute Realismus und Klassik. Also ich fange mit Realismus an, glaube ich. Ich habe hier immer von meinem Lehrer solche Skripte und das werde ich jetzt zusammenfassen. Ich bin jetzt mit Deutsch schon fertig, bis auf die Abi-Aufgabe, und es gibt jetzt Mittagessen. Meine Mama hat Nudeln gekocht, also so Vollkornnudeln mit Pesto, und ich habe noch so ein paar Tomaten drauf gemacht und das werde ich jetzt essen. Und dazu gibt es ein weißes Red Bull, das hat meine Mama mitgebracht. Das ist ja mein Lieblings-Red Bull. Neben der Winter Edition, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die überhaupt noch gibt. Oh, mein Papa hat mich gerade zum Eisessen eingeladen. Da sage ich nicht nein. Wir fahren jetzt schnell Eis essen, also ich und mein Papa. Und es ist so schön warm. Mein Papa und ich. Mein Papa und ich, meine ich doch. Ich sitze immer noch am Lernen und es ist halt einfach schon 7:30 gleich. Und es kommt jetzt gleich eine Freundin zu mir und dann machen wir zusammen so Lerngruppe zu zweit. Okay, nein, wir lernen halt einfach zusammen Mathe. Ich bin mit Physik noch nicht ganz durch. Es ist nämlich ein echt großes Thema. Aber es fehlt jetzt nur noch 1, 2, 3, 4 Seiten noch. Ich sitze am Schreibtisch. Ich habe null Motivation. Ich bin gar nicht der Morgenlernmensch. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Ich habe mir jetzt einen Avocado-Toast gemacht. Und jetzt haue ich mir einen Red Bull rein, weil, ja, sonst packe ich es nicht. Meine einzige Motivation am Tag, glaube ich. Nee, wirklich, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich lerne halt eigentlich immer abends, aber heute Abend will ich mit einer Freundin ins Fitnessstudio gehen und deswegen geht es dann nicht. Ich bin jetzt mit dem Kapitel hier fast fertig und das nächste Kapitel, was ich für heute noch machen muss, ist Gott sei Dank nicht lang. Wie kann man eigentlich gerade so bescheuert aussehen? Aber ich wollte ein kurzes Update geben. Ich bin jetzt mit dem Thema hier durch. Jetzt fange ich ein neues Thema an und es geht einfach nur 2 Seiten, habe ich gerade gesehen. Das heißt, oh, ich schaffe heute alles, was ich schaffen wollte. Hoffentlich.
Und jetzt mache ich hier eine Abi-Prüfung, also beziehungsweise eigentlich nur zwei Aufgaben aus einem Physik-Abi. Ich hoffe, ich verzweifle nicht allzu sehr, weil sonst kriege ich wieder so einen Mental Breakdown. Es ist halt jetzt auch schon fast um 4. Ich habe wirklich jetzt die ganze Zeit eigentlich gelernt, seit um 11 oder halb 12. Aber ich brauche jetzt eine Pause, deswegen gehe ich jetzt einfach kurz raus. So, ich fahre jetzt los zu meiner Oma, um ein bisschen Trampolin zu springen, weil die haben das heute aufgebaut. Ich nehme mir meine Lernzettel mit, lese mir die dann vielleicht da mal durch, sitze ein bisschen draußen und genieße das schöne Wetter, solange die Sonne noch da ist. Meine lieben Freunde, wollte kurze Lernpause machen, schön aufs Trampolin, so ein bisschen turnen mal wieder. Hat nicht so gut funktioniert. Ich wollte so ein Rad machen, habe die Beine auseinandergerissen, ich bin nicht so gedehnt. Habe meinen Muskel gezerrt, jetzt habe ich eine Muskelzerrung bzw. einen Muskelfaserriss vielleicht. Das muss ich noch abklären lassen beim Orthopäden dann. Wir haben zwar schon mit dem telefoniert und der hat mir das über Video so ein bisschen erklärt und alles, aber ja, jetzt muss ich erstmal Pause machen, darf heute keinen Sport machen. Ich wollte eigentlich heute ins Training gehen, das wird jetzt nichts. Es tut unnormal weh, deswegen musste ich jetzt auch Schmerztabletten nehmen, aber die wurden mir sowieso verschrieben von dem Arzt, also ja. Jetzt habe ich überhaupt keine Motivation mehr und Lust mehr, aber ich muss trotzdem dann noch lernen. Das ist jetzt echt blöd geendet so. Meine lieben Freunde, wir haben jetzt 19.51 Uhr. Okay, man sieht es nicht. Aber fast um 8 Uhr und ich bin fertig für heute. Ich habe meinen ganzen Lernplan für heute erledigt. Ich habe sogar ein paar mehr Aufgaben gemacht. Und Jakob ist jetzt auch da und wir machen jetzt gleich was zum Essen, weil Jakob hat schon gegessen. Und ja, auf geht's.